Herzlich willkommen aus der Nacht. Hört mal. Ich bin ein Prero. Und die Hirsche rühren. Und der Mond geht auf. Ist es nicht wunderschön? Ein unglaublicher erster Abend geht zu Ende. Mal schauen, was der nächste Tag bringt. Ich bin gerade unterwegs in Prero mit vielen lieben anderen Fotografen und Fotografinnen. Und was ich mich hier in Prero immer frage, ist, was kann ich hier mit diesen Tieren machen? Also man hat die perfekten Bedingungen, die wirklich absolut besten Bedingungen, Rothirsche zu fotografieren. Und was kann man daraus machen? Und wie kann man sich hier vielleicht künstlerisch ein bisschen verwirklichen und ein bisschen noch mehr machen als das Bild, was man hier sehr schnell bekommt? Also man geht hier hin und man hat sehr schnell ein Bild von einem Hirsch. Und das ist super schön und sehr wichtig, dass man dieses Bild auch macht. Dann will man aber nochmal hier hinkommen und möchte sich vielleicht nochmal an andere Bilder trauen. Und was kann man da machen? Und wir gehen heute in diesem Video mal ein bisschen durch ein paar Bilder. Und wir fangen mal mit einem Bild an, was wirklich sehr schwer ist. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich es hier im Kasten habe. Die normalen Einstellungen wären jetzt ja eine offene Blende und eine 2000stel, damit der nicht verwackelt. Und ISO 100, damit das Bild nicht verrauscht. Wir wollen es jetzt auch mal anders machen und eigentlich alles umdrehen. Ich fotografiere gerade mit einer halben Sekunde, Blende 51, glaube ich. Und ISO ist egal, wahrscheinlich auch 100. Und was ich dadurch erreichen möchte, ist, dass ich ein scharfes und ein unscharfes Bild quasi gleichzeitig mache. Und das sieht so aus, dass ich quasi fotografiere und während dieser 0,5 Sekunden meine Kamera immer ein bisschen hin und her wackelt. Und dadurch entstehen solche Wischstrukturen und mit sehr viel Glück und sehr vielen Bildern, also ich habe jetzt gerade bestimmt schon 500 Bilder gemacht, ist vielleicht mal eins dabei, was so ein bisschen die Seele eines Hirsches, ja, vielleicht darstellt. Ihr merkt schon, das wird so ein bisschen ein kleines Erklärvideo. Und falls ihr Lust auf sowas habt und solche Bilder auch hier machen möchtet, dann gibt es hier schon mal eine kleine Werbung vorweg. Wir sind nämlich nächstes Jahr, genau zu dieser Zeit, hier in Prero, haben 12 Plätze frei. Und wer mitkommen möchte, ist herzlich eingeladen, hier mit uns, mit Hermann und mir, hier zu fotografieren. Und dann schauen wir euch über die Schulter, fragen, was ihr so macht und geben euch direkt Feedback zu euren Bildern auf eurer Kamera. Und ihr könnt es quasi direkt umsetzen. Manchmal sind wir auch ein bisschen frech und fragen, was ihr so macht, aber dann lernt man wenigstens auch was. Grundsätzlich stellt sich dann natürlich die Frage, oder ihr stellt euch die Frage jetzt, warum soll ich so einen Quatsch machen? Und das ist ganz einfach, weil es Spaß macht. Weil es wirklich sehr viel Spaß macht, hier mal unterschiedliche Sachen zu probieren. Und manchmal ist man ja selbst überrascht von Bildern, die man gerade gemacht hat und sich fragt, wie zur Hölle habe ich das jetzt hier gemacht? Es ist viel Glück dabei. Aber das ist ja das Gute, zumindest bei so Workshops, dass man es einfach mal ausprobieren kann. Wir geben euch quasi den Werkzeugkasten, zeigen, wie das funktioniert. Und ihr könnt es dann für euch rausprobieren und sagen, finde ich gut oder finde ich nicht so gut und gefällt mir nicht und mache ich nicht nochmal. Dann muss ich das aber nicht nochmal schon mal ausprobieren und habe das schon mal aus dem Kopf. Wunderbar, wir sind langsam hier in diesem waldigen Teil angekommen. Und hier ergeben sich natürlich ganz neue Bilder, wie zum Beispiel dieses hier. Der Hirsch ist hinten auf der Kuppe hier entlang gelaufen und der Trick ist jetzt, diese Bäume nicht auszublenden, also nicht extra quasi an ihnen vorbeizugehen, sondern sie mit reinzunehmen. Manche Menschen nennen das Gemüse, manche Bäume und man nimmt sie aktiv mit in das Bild hinein und fotografiert quasi durch den Busch hindurch. Dafür ist es wichtig, dass man den Autofokus eigentlich ausstellt, weil der will uns immer auf den ersten Baum hier scharf stellen, also auf diesen hier.
Und eigentlich möchte ich ja hinten drauf fokussieren. Also Autofokus ausstellen, manuell machen. Und dann entstehen da sehr spannende Bilder. Man muss häufig ein bisschen in die Hocke gehen und mal so hin und her wabern, um den richtigen Bildausschnitt zu finden, um die Lücke zu finden, dass ja der Hirsch da auch reinpasst. Aber auch dann werden das ganz träumerische Bilder. Prero ist ein Paradies der Naturfotografie. Also komm doch mit und genieße die Stunden bei den Hirschen und bei den Kranichen. Die Kraniche zeige ich euch im nächsten Video. Und bis dahin, lass uns doch träumen von all den Bildern, die auch du nächstes Jahr mit unserer Hilfe machen kannst. Wir freuen uns auf dich.